So. Da wird wohl nichts sein. Dann schaue ich mich mal hier weiter um. Bis gleich. Das ist Schlumpschar, der König der Abwasserkanäle. Halt, meine Kinder, es befinden sich Gäste in unserer Mitte. Ah ja, ich kann euch jetzt sehen. Und euer Anführer, ihr wart ein Bücherwurm. Ja, Bücher sind gut. Und ein Kind des Schicksals. Hehe, ich habe schon von euch gehört, Gerugon. Ich habe euren Namen in diesem steinigen Hallenflüstern gehört, wo sich das Tropfen des Wassers mit dem Gurgeln der Toten vereint. Sie haben euren Tod gewünscht. Das müsst ihr wissen. Wahrscheinlich der Eisenthron. Aber fragen wir nochmal nach. Wer wollte mich töten? Ihr? Wer? Schlumpschar? Nein, noch nicht. Aber euer Tod ist jetzt eine solche Verlockung und steht so nahe. Ich kann ihn schon fast auf euch schmecken. Achso, den Tod auf uns schmecken. Okay, Kind. Welchen Tod schmeckt ihr an mir, König der Kanalisation? Ein prophezeiter Tod, ein von den Göttern selbst geplanter Tod. Doch ich werde euch nicht mehr sagen. Ja, natürlich nicht. Niemand sagt mir irgendwie mehr. Nicht Schlumpschar. Nicht die treuen Kanalbewohner. Nein. Ich danke euch, Schlumpschar. Eure Prophezeiungen sind hart, doch ihre Wahrheit ist nicht unwandelbar. Ich werde ihnen mit aller Kraft entgegentreten. Hey, ich habe euch genug erzählt, aber noch nicht alles. Ihr werdet vielleicht dem Abwasserkanal zum Opfer fallen, Gerugon, aber mir nicht. Na gut. Und noch eine Leiche. Aber wenn er hier unten die Stimmen hat flüstern hören, heißt das, dass den Eisenthron von hier unten belauschen konnte? Oder ob der Eisenthron vielleicht hier unten eine kleine Basis hat? Ist das eine Badewanne? Okay, eine Leiche in der Badewanne. Hat jetzt noch jemand gerade an Cluedo gedacht? So, und da ist ein grünes leuchtendes Ding. Und ein Ghoul. Bleib sofort stehen, blasses Kind. Euer Fleisch, es ist grün und lebendig und es bewegt sich. Was hat euch das angetan? Ihr Narr, ihr habt einen Fehler gemacht, einen Schegen mit einem Fluch verwechselt. Achso, einen Segen mit einem Fluch verwechselt. Was ist denn schon dieses magere Fleisch angesichts einer so enormen Schönheit? Dies wurde mir von Schlumpschar zugefügt und ihr dürft euch glücklich schätzen, wenn er euch dasselbe Privileg gewährt. Nee, danke. Oh, Phasenspinne. Oh, und da sind auch die Eier, die wir gesehen haben. Also hätten wir eigentlich durch diesen Eingang reinkommen müssen. Und es sind zwei Phasenspinnen. Bisher. Und sie vergiften schon fleißig unsere Leute. Ah. Heiltrank. Nee, du bringst einfach schnell ein um. Und du machst Haste. Khaled braucht trotzdem Heilung. Shahira auch. Aber wenn sie zaubert, wird es gleich unterbrochen. Thüner hier ist zu weit weg und Gerugon auch. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Na gut, versuch die zu heilen. Gerugon, versuch einen zu entgiften. Ja, Jahira. Und Düner hier, versuch Karla zu entgiften. Na komm, 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 komm. Oh. Ganz knapp. Nein! Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Warum hat er nichts gemacht? Hat die Wand angestarrt. Super.
Na gut, aber mit etwas Glück ist da das Titanit oder wie das heißt, was wir brauchen. So, du sammelst Majuhiras Sache ein. Panzer, Helm. Hat er nicht besonders viele Kugeln. So, die Stäbe noch, magisches Schild. Und der Rest kann verteilt werden. Und sie läuft immer noch mit der billigen Keule rum. Aber kann man jetzt machen. Ihre Klassenkombination lässt ja nicht besonders viel anderes zu. So. Und jetzt Titanit. Oder so ähnlich. Hier sind jede Menge Eier. Ja, mach mal lieber das Spiegeldings da. So, und alle rauf da. Und du weg, der will mich dich haben. Gut so. Heil mal Khalid. Aber immer noch kein Titanit. Nur noch eine Leiche. Da schmeißen wir nochmal blinden Feuerball rein. Wenn wir da noch einen haben. Wusch. Oh, ist gar keine Phasenspinne, das ist eine normale. Also eine normale Riesenspinne. Aber ja. Und weiter. Zwei Hochgänge. Und keine weiteren Eier. Aber trotzdem muss irgendwo in der Nähe das Hauptlager der Spinne sein, das wir ja eigentlich suchen sollen. Na gut. Ich husche aber erstmal kurz nach oben und belebe Jahira wieder. Wo sind wir? Hier ist kein Tempel. Nee. Aber gut, das mache ich kurz offscreen. Das heißt, ich laufe zu irgendeinem Tempel, belebe sie wieder, rüste sie aus und gehe dann wieder zurück in die Kanalisation. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Jahira lebt und wir sind am anderen Ende der Kanalisation hier angekommen. Das heißt, hier hinten waren die Eier und ich werde jetzt das nach und nach aufdecken. Aber erstmal ruhen wir uns ein bisschen aus. Denn gleich nochmal wiederbeleben gehen, habe ich nicht so Lust drauf. Aber das mache ich jetzt wieder in Zeitraffer. Das Aufdecken auch und ich melde mich dann, wenn ich was finde. Bis gleich. Also das sah mir ja echt nach einem Nest hier aus. Aber es scheint nicht der Raum zu sein, den der Seher meinte. Schauen wir mal kurz nach. Ne, hier steht natürlich nicht das, was bei den Spinnen irgendwas gefunden werden soll, sondern steht nur, dass es in den Abwasserkanälen ist. Aber wie gesagt, bei den Spinneneiern war nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in den nächsten Abwasserkanalbereich und hoffen, dass da noch mehr Spinnen sind. Das ist kein Abwasserkanal. Hallo, mein Freund. Hallo, hallo. Esst und trinkt und seid fröhlich, so viel ihr wollt. Aber bitte freundlicherweise nicht in meinem Büro. Wenn ihr Preise wie der leuchtende Stern zu zahlen bereit seid, werdet ihr herzlicher begrüßt. Wir sind hier aber im Unterkeller. Oh, wir sind wohl in irgendein Gebäude reingekommen. Und das ist etwas billiger, aber meine Gesellschaft ist es ganz sicher nicht. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Verzeiht die Störung, ich gehe sofort. Na gut, dann schauen wir uns doch hier mal kurz um. Oh, leichte Mädchen. Kurtisane, Aber jemand Richtigen zum Sprechen anscheinend nicht.
ganz schön viele Räume. Oh, du vielleicht? Nee, alles nur Kurtisanen und Edelmänner. Sehr, sehr viele Kurtisanen. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Wie soll man hier einen wichtigen NPC finden? Aber gut. Oh, du vielleicht? Ihr vielleicht? Das sind Schläger, hm? Ja, macht unseren Damen keinen Ärger. Na gut, ich schaue mich hier mal eine Weile um und sehe, ob ich irgendwas von Belang finden kann. Und sonst gehe ich zurück in die Kanalisation und suche weiter nach dem Spinnennest. Bis gleich. So, ich bin jetzt eine ganze Weile in der Kanalisation rumgewandert, aber wirklich ein Spinnennest habe ich nicht gefunden. Deswegen vermute ich mal jetzt, dass in einer von den Leichen das drin ist. Weil wir haben am Anfang nicht alle durchsucht, wir haben einfach nur gesehen, oh, da ist eine Leiche, haben eine mitgenommen und sind davon ausgegangen, dass der Rest auch nur Leichen drin hat. Aber ich gehe jetzt einfach alle mal Schritt für Schritt durch. Ein bisschen Kleingeld. Trank, noch mehr Leichen. Da geht's weiter. Nö, hier ist auch nichts. Das ist ärgerlich. Oder ist der Trank Tita irgendwas? Ne, Schnelligkeitsöl. Ich war mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Schade. Na gut. Länger verbringen wir hier unten aber nicht. Gehen wir raus. So. Wo sind wir? Magisches Kleinzeug. Na gut. Gehen wir hier rein, ein bisschen verkaufen und kaufen und gucken, ob er vielleicht den Nymphenumhang herstellen kann. Weil irgendwie bezweifle ich, dass der Schmied dazu in der Lage ist, also deren Birgost. Ah, na also, nicht schlecht. Wenn ich mich nicht irre, ist dies eine Nymphenlocke. Glücklich kann sie schätzen, wer die Gunst eines solchen Wesens besitzt. Wollt ihr mir ein wenig von dem Haar abgeben? 500 Goldmünzen. Nein. Oh, ich kann das nicht verkaufen. Es war ein Geschenk. Nur wenn ihr mir eine unverschämt hohe Summe bietet. Ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Ich kann euch jedenfalls keine Vorwürfe machen. Das Zeug ist überaus brauchbar. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich lasse eine Näherin eine Tunika für euch anfertigen und diese zarte Locke darin einflechten. Man sagt, wer ein solches Gewand trägt, gewinnt dadurch auf magische Weise an Schönheit. Es würde euch nicht viel kosten. 100 Goldmünzen vielleicht. Ist sehr wertvoll. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Wir sind im Geschäft. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe bereits einen Umhang fertig. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich gebe ihn euch, da ich jetzt ja noch mehr anfertigen kann. Hier, bitteschön. Schauen wir mal. Charisma plus 2. Okay, den bekommt auch gleich Girogon. Besser als den Wolfsumhang, den wir irgendwie nie benutzen. Den Wolfsumhang geben wir dann mal Düner hier, damit sie schnell abhauen kann. Ja. So. Und wir wollten aber noch verkaufen. Jupp. Kann weg. Kann weg. Weg. Weg, weg, weg. Immer noch behalten. Weg. Weg, weg. Hat nix. Weg, weg. Auch beides weg. Und die Heiligsilber halten wir mal. Oh. Eine Menge nicht identifiziert ist. Das ist nicht so toll. Da muss Düner hier nochmal ran. So, den Stab kennen wir schon. Oder die Stäbe, das waren Lähmungsstäbe. Ja. Und die konnte ich ja hier auch benutzen.